Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Ascended Tier Operation mit mir und Scarlett. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Einen schönen guten Abend. So ihr Lieben, ein bisschen Base bei euch betrieben. Ihr sitzt da hinten. Beete stehen. Ganz wichtig. Und ja, ein bisschen Licht reingebracht, ein bisschen offline nur gefarmt. Also ihr habt nichts Großes, alles verpasst. Ich möchte eigentlich unten ins blaue Gebiet endlich mal runter, aber wir brauchen neue Bulb Dogs. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen auf die Suche nach Bulb Dogs oder sonstigen Späßchen. Dein Megalo ist verdammt laut. Ich höre den gar nicht. Ja gut, wir porten uns erstmal hin, mal gucken. Ich habe jetzt aber das Gras wieder auf Null gestellt. Wir können ja auch Scheinhorn suchen. Im blauen Gebiet sind Lass ja uns erstmal bei Bulb Dogs bleiben. Okay. Und vielleicht finden wir noch eine Spinne oder sowas. Oh, ich habe Standbild gerade. Oh, ich habe es. Hast du Pilze gegen LSD dabei? Ja, nee. Nehmen, die sind Pilze. Nur zur Sicherheit. Ja, die vergangenen Folgen, ja. Ja, ich habe kleinen Lachflash, tut mir leid. Aber wenn man so die Folgen vom letzten Mal anschaut mit LSD-Trip, ne? Das hatte ich auf einem anderen Community-Server auch gehabt gestern. Wollte nur ein paar blaue Kristalle abfahren, war ständig unter LSD. Tut mir leid. Das ist einfach zu lustig. Oh, aber Megalo, der ist ziemlich langsam. Auch nur, weil er halb voll ist. Was hat er denn geschleppt? Ja. Na gut, das ist keine Gewichtsschleuder. Ich tue dir mal ein bisschen auf Gewicht drauf. 50er Bulbdog. Ja. Ah ja, ich kann diese Wasserpilze auch ausrüsten, weil der frisst ja auch nur die Wasserpilze. Genau das, was ich zum Anti-LSD-Trip brauche. Na ja, komm, jetzt geht drauf. Warum wurde ich jetzt. Das so. Ja. Warum kann ich Spieler packen? Zubbe? Meiner hat ja so noch Hälfte Leben. Ich mach was. Hey! Ja. Ich wollte den Gegner packen. Ich bin einfach Force-Feeding. Ich habe auch nur Hälfte Leben. Wir sind 2 Minuten unterwegs und wir müssen schon Force-Feeden. Das gibt's doch nicht, ey. Warum packt mein Megalo Spieler? Das hat irgendwie eingeschaltet, weil normalerweise sollte er nur wilde Kreaturen greifen. Hey. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Ich würde mal weiter nach da oben gehen, glaube ich. Tut mir leid, das habe ich jetzt im Kampf jetzt nicht gesehen. Also dann weiß ich Bescheid, dass ich dann da diese Bissattacke nicht mehr mache. Oder vielleicht sicher, wenn du nicht direkt auf mir stehst. Wie schnell regeneriere ich denn hier? Oh, das dauert ja ewig. Das dauert ja ewig an der Lutschpflanze. Der kann keine wilden Tiere packen. Das ist eindeutig in der Server-Einstellung. Ja. Community-Server geht das. Ja. Da war irgendwie so ein Haken drin mit irgendwie Carry Player oder sowas oder Carry No Player. Nee. Ich weiß nicht. Okay.
Man kann es mit dem Megalo super, nämlich Gegner packen und die dann so quasi im Maul zerfetzen. Die haben einfach keine Chance dagegen. Das ist ja bei der letzten Folge ja gesehen. Mein Revenger wurde gnadenlos von dem zerfetzt. Ja. Oh, keine Ausdauer mehr. Schade. Was heißt schade? Was ist denn hier mit den Bipedogs los? Ich brauche mal alles Ah voll. ja, wenn er nur Hälfte Leben hat, regeneriert er langsamer Ausdauer. Ich muss mich empfehlen hier, das ist das Problem. Biete ich mal, ich gehe weiter suchen. Hier vorne kann ich noch Crystal mitnehmen. Kristall, Kristall, Kristall. Oh, sie leuchten jetzt nicht mal mehr. Was? Die Kristalle leuchten nicht mehr? Nö, es ist einfach irgendwie dunkelgrün bei mir. So, ich bin wieder full life, ich komme. Ach so, das sind diese Lichteffekte. Es gibt auch Kristalle, die kannst du gar nicht abbauen. Was ich Crystal. So, ich selber der Kano. 25, oh mein Gott. Was bist du denn? Ah, ich bin ein Otter. Es ist nur ein Otter, ja. Wenn man die Sarkus einen neuen Debuff. Keine Ahnung. Da gerade oben rechts Vampir Drain gehabt. Das ist, machen die einen auf Dämonen oder was? Wir sind hier falsch ins Spiel angekommen. Hier ist nicht ein Bulldog. Warum kann ich euch nicht packen? Das ist nicht gut. Ah doch, hier ist einer. Welches Level hast du? 45. Bin Ja, das schon ist wieder gut. Fehlen. Was machen die heute für Damage? Erstmal entpacken. Manchmal sind die Leuchteffekte echt komisch. Habe ich seitdem Aberration raus ist. Und dieses Flackern haben sie ja angeblich gefixt, ist aber nicht gefixt. Habe ich ja weiterhin, oder dieser verpixelte Charakter, habe ich ja auch gesagt, aber das muss man halt hinnehmen. Gibt dann so einige Betriebssysteme, da ist halt nicht kompatibel. Betriebssysteme. Ja, vom Computer halt. Es ist nicht unbedingt die Grafikkarte schuld, weil es haben viele, wie ich, die Grafikkarte hier, die RTX 3080, die haben nicht das Problem. Und teilweise auch schlechtere Grafikkarten, wie ich habe, haben nicht das Problem. Kann mit Mainboard zusammenhängen. Es kann mit Prozessor zusammenhängen. Keine Ahnung. Ich bin keine IT-Expertin. Es kann verschiedene Gründe haben. Warum, wieso, weshalb.
So, wo steckst du gerade? Ich laufe hier oben herum, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, ich bin hier noch nie lang gelaufen. Aber hier ist auch schon wieder so eine Ecke, wo kein einziger Dino ist. Muss die ganze Zeit mich forcefeeden, weil der Megalosaurus weniger Leben hat. Mit 2000 komme ich auch nicht gerade weit. Ja, das Blöde ist, ich kann keine Tiere grabben. Das ist nämlich, was der Megalosaurus dann ziemlich kampfunfähig macht, weil ich sonst die Tiere packen kann. Level 5er Bipedog, das gibt's doch nicht. 20. Noch ein 20er. Oh, hier sind Kristalle. Was bist Ich habe eine Gasquelle Eine gefunden. Cosmo. Level 55, nur schade. Ah ja, wollte ich noch gesagt haben, bei dem Spot, den ich sagte vorhin, Ja. da kommen auch gelegentlich Cosmos. Also wie gesagt, das von allen was. Einzigster Nachteil ist, du kannst auch schon mal Besuch von einem Rock direkt bekommen. Wie Aber gesagt. gegen Rockdrakes habe ich eine schöne Antiwaffe. Wobei bin Das ich ist noch einfach nicht. nur Hang. Metallpalisade. Paar Seedlings am Baserand hinsetzen, dass sie nicht hochklettern können. Dann banken die sich in der Metallpalisade fest. Und bevor sie es rüber schaffen, sind sie schon längst tot. Muss ein bisschen was reinfeeden. Hm. 30 Kristalle. Ist halt nichts. Ich brauche ein Bug. Das ist eigentlich unsere Aufgabe Also einen habe ich, aber heute. der ist 45 gewesen, Ne? also. Oh, bitte nicht schon wieder Jennings. Nein, ich schmeck euch nicht. So. Wo bin ich? Ich wieder ein bisschen Oh leben. no. Das Schlimme ist, die treffen auch mich, obwohl ich auf dem Dino sitze. Wer trifft dich? Die Ja, Jeling. diese. Oh Gott, das ist. Aber ich hörte das aus vielen Ecken schon, dass es ein sehr schlimmes Vieh sein muss. So einen männlichen 150er Bipedog, da würde ich mich jetzt sehen. Könnte man schön zu Hause verpaaren. Hat immer Ruhe. Die Bipedogs sind, glaube ich, Lebendgebären, oder? Oder legen die auch Eier? Das Weiß weiß ich ich gar jetzt nicht. gerade. Aber selbst das war ja nicht schlimm. Aber ich glaube, Lebendgebären. Shinehorns und Bipedogs sind Lebendgebären. Featherlights und Glowtails legen Eier. Muss ja das passende Pendant vergeben. Nice, 150 Kristalle schon. Ich habe keine Ahnung, wie ich es hier unten hingeschafft habe. Aber ich bin irgendwie unter deiner Base gelandet hier. Also hier Starterbase.
Da sind Basilisken. Ja. Und für mich hier diese G-Links, die diese Kackviecher. Ja. Oh mein Gott. Ist eine oder zwei? Komm. Der Megalo ist kein Megalo, wenn man keine Tiere mit dem packen kann. Du kannst aber mit Megalo Tiere packen. Nee. Konnte dich packen, der Spieler. Aber man muss mal umstellen, dass der Spieler gerade nicht packt, aber für wilde Tiere. Das Einhaken im Server. Ah, ja. Da hätte ich dir nämlich vorhin die ganzen Ravenger wegbeißen können. Und dann wären sie mich platt gewesen. Da habe ich mich gewundert, ja, ich habe ein Tier. Und dann hast du gedacht, oh, du hast mich gerade gepackt. Hä? Muss da normalerweise umgedreht sein. Oh, ich habe gerade normale Crystals mal gefunden. Im blauen Gebiet findet man auch viele normale Crystals. Aber immer in Begleitung mit diesem LSD-Pilzen. Ich hab jetzt keinen Bock, hier 50er-Dinger zu mitzunehmen. Also, wir können doch mal ein Level 100 sein, also annähernd. Das gibt's doch nicht, ey. Ich habe noch gar keinen Vibe-Block gefunden. Dann bin ich blind oder werde ich viel zu viel von diesen Viechern hier abgelenkt. Oh, ja, wie jetzt zum Beispiel der Jilling und ich habe keine Stamina mehr. 90er, yes. Nice. Ja, das ist viel nervt hier, komm. Endlich, ich hab'n Platz. Gott. Bisschen Fleisch gesnackt von denen. 15. Bist du 25. Auch keine Ahnung mehr, wo ich überhaupt bin. Scheiß, oh, hier ist über Nord. Mir zu sein. Du scheinst über mir zu sein. Ja, ich habe den Explorer Nord gefunden. Aber ein Notfall ist auch nicht schlecht. Aber den kann man machen, wenn man einen Rockdreck hat. Dann kommt man auch an alle Stellen hin, wo man so hinkommen muss. Den Notrun machst du ja mit den Spinos. Wenn du gute Pump hast. Kommst, aber hier oben, da gibt es eine Fragezeichen-Note, die ist ganz am Anfang. Und da kommst du mit dem Spino bei Weitem nicht hier nach an. Nein, nicht mit dem Spino. Spinos töten. Gute Pumpgun. Ein bisschen gleiten, ein bisschen hangeln. Das sieht ja schön aus hier. Holy shit. Ist jetzt mit der Cosmo da hochgehangelt? Nö. Ich habe irgendeinen Weg gefunden. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe ihn gefunden. Oh ja, ich bin ziemlich weit oben. Wo bin ich denn gut? Oh mein Gott. Kann ich hier runter? Keine Ahnung, was hier Vibe-Dog sein soll. Hier ist ein Vibe-Dog, okay. Das wäre jetzt ein angemessenes Level. Jetzt bin ich wieder unten runtergesprungen. Vibe-Dog Level 15. Vergiss es. Nicht richtig? Ja, ich bin richtig. Okay, habe ich zumindest zwei Vibe-Dogs. Ein 90er und ein 50er oder sowas. Immerhin. Wenn ich jetzt gleich mal zur Base rübergehen, dann können wir einen Gas-Collector bauen. Also ich habe jetzt einen einzigen gerade gefunden, das war der 15er. Gefunden habe ich schon mehr, aber meistens Level 20, 15. Na, die sind aber jedem Scheiß hier leer. Deswegen bei meiner Base wäre ich auch schon wieder leer gewesen. Ja, ich werde die glaube ich gleich auch mal direkt verpaaren. Ja, da kann ich ein Jungtier nehmen.
Let's Play soll ja auch nicht aus Bulbdog-Suche bestehen, die nächsten 20 Folgen. Wir haben gerade 4 Folgen Perlen gesucht. Na gut, wir hatten 120er Spino gezähmt, der Vibe. Ich war komplett auf LSD-Trip. Du bist immer auf dem LSD-Trip. Heute aber nur einmal. Muss man sagen, ich streng mich an. Da ist ein Healing. Bin ich denn hier runtergekommen? Warum bin ich hier unten? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier gerade rumeier. Ich muss mich halt ein bisschen aus Kämpfen raushalten, weil, wie gesagt, Megalo kann keine wilden Tiere packen. Da muss ich halt aufpassen, dass ich nicht in zu schwere Kämpfe verwickelt werde. Ach du blödes Trike hier. Lapp mich durch. Jetzt blockt mich der Stego. Tja, Bulbdog-Suche. Hier gehe ich nicht weiter. Uah, Bär. Oh, bist du so aggressiv, mein Freund? Ach, hier bin ich. Ich bin jetzt gerade kurz vor den Ringen. Ich bin jetzt gerade beim Teleporter, wenn ich in die Base. Kann ich die direkt auf Verpan stellen? Und ich glaube, mit Megalo wird es sterben. Hat er 5 Stunden durchgehalten gefühlt. Ich hoffe, ich kriege ihn noch tot. Ah. Gegen 3 Ravager ist der ziemlich schwach. Und wieder auf Leben einen drauf tun. Ich mag ja die Ravager so. Du kommst fast aus jeder Ecke raus, so mit dem Sprung. Das ist ziemlich nice. Ja. Nachteil ist, wie bei der letzten Folge, wenn mich ein Megalo packt, dann bin ich weg. Wenn mich ein bekannter Megalo packt, ja, natürlich. Das ist eine Server-Einstellung. Man muss einfach nur den Haken umsetzen, dass der wilde Tiere und nicht Spieler packt. Muss man nochmal gucken. Ist Standard. Das ist alles Standard. Nee, das glaube ich nicht. Ja, glaub's halt nicht. Ist aber so. Ja, dann stellt man das halt um, dass man den dann auf wilde Tiere packen einstellt. Dann ist der genau so, wie er sein muss, weil das ist ja nicht für vorgesehen im PvP, okay, weil das Spielerpacken ist eine PvP-Einstellung. Wir wollen ja hier spielen, wir wollen ja hier Viecher platt machen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache, wenn wir jetzt zusammen kämpfen, dass ich dann ständig dich im Maul habe. So, Gaskollektor. Ach nee, den mache ich nicht hier. Weil ich spiele 3 Jahre mit Megalo. Auf Evolve 3,5 Jahre, jetzt hier auf Asa. Und ich kenne das nicht, dass ich Spiele damit packe. Deswegen tut mir leid für die Unwissenheit. So, dann stellen wir das Ding mal auf. Und dann kriegen wir rote Balls. Stampf bin hier so. Sehr schön. Hier oben waren doch auch immer noch welche. Was suchst du gerade? Ich bin gerade oben bei mir am See.
Hier nochmal ein bisschen rum. Gaskollektor gerade aufgestellt. Ich brauche halt noch einen männlichen guten. Ich habe nur weibliche geholt, habe ich gesehen. Mir ist das ja erstmal egal. Dass das über Level 100 ist, und bei Docs nehme ich gerne mit Kusshand. Sondern es war wichtig, dass ich nicht von diesem Nemnis da belästigt werde. Wenn man irgendwann Nameless Gift braucht, dann sagt man sich, okay, ich gehe erstmal mit einem Spine runter im Dunkeln, klatscht die fürs Nameless Gift, wenn man halt irgendwann seine Rocktrickster züchten möchte, aber jetzt sind wir ja noch nicht so weit. Female. Immer nur Female, Female, Female. Hier sind echt keine mehr. Das ist unfassbar. Vibe-Dogs waren ausgerottet. Ich habe auch so meine Probleme, gerade welche zu finden. Zehner. Wer braucht denn 10er Vibe-Dogs? Das ist doch wohl... Ich hab eine Idee. Ich sehe doch gerade hier den 95er Mail. Oh, den hole ich. Ja. Ich glaube, ich am Anfang einen Glothelm bekomme. Und noch ein 95er Baby. Komm her. Ich auch mit. Ob ich das schaffe? Mach das. Schon mal. Ja, ich guck mal. Wenn es zu gefährlich ist, dann drehe ich wieder um. Ah, Glothelm. Wäre auch nicht schlecht. Das führt ja auch seinen Zweck. Ja. Boah. Zieh, kleine Spinne. Wir haben den Eingang jetzt größer gemacht, dass man da mit dem Tier durch kann. So. Megalo? Der Megalo passt durch, cool. Das hätten wir schon. Bei Wolf. Das ging bei Wolf nicht. Oder? Nee, der wird doch hier hängen. Schade. Ich gehe ganz vorsichtig zu Fuß weiter. Geh darüber. Geh darüber. Genau so. Ganz vorsichtig. Options. Behavior enable mating. Enable mating. Enable. Enable mating. So cool. Irgendwas ist bei Bobtails zu Hause gekommen, was ich noch bauen wollte. Genau. Tinker Desk und Industrial Preserving Bin. Den will ich auf jeden Fall haben. Okay. Die Höhle hat zwei. Überrasch was. Nein, ich muss da lang. Ich hoffe, man sich sehr noch. Cryopods noch? Ah, ich glaube, das wird nichts. Grün. Nein, ich muss umdrehen. Da ist direkt ein Kano. Ich. Schade. Dann können wir nur mit guten Waffen erstmal ein. So, den wollte ich oben abstellen. Der sieht doch etwas größer aus. Auch geht. So schlimm ist er gar nicht. Also, Glothair kann ich auch vergessen. Da steht direkt ein Kano vor der Tür. Reserving bin. Ist du was? Guck, nee.
Requires gasoline or power to activate. Okay, hat schon Power drin. Dann kann der unten weg. So. Kann ich wieder ganz vorne anstellen. Nehmen wir noch ein bisschen Öl mit. Ich komme jetzt mal erstmal ohne Hotel wieder. Das. Der ist auch schon. Warum mal? Ich glaube, ich habe hier was Interessantes gesehen. Ach, der braucht doch Spark Powder. Mist. Also die Ressourcen haben sie nicht geändert. Hätte ja sein können. Das sind nur so Fasern. Ich glaube, ich habe hier gerade Perlen gesehen. In diesem See. Die sieht man so schlecht. Ein sehr schickes Ding. So, das andere Ding war, glaube ich, jetzt für Blueprints, wo du Blueprints kombinieren kannst. Place Blueprints on the Combine Sam into a Blueprint more suited to your needs. Aber der ist mir zu teuer noch. Die Blueprints habe ich auch nicht. Die können wir doch machen. Spotlight. Okay, können wir nicht machen dafür die Crystals. Das ist ein Problem hier. Glaube ich, muss man dann, wenn wir im blauen Gebiet sind, unbedingt ein Enki holen. In 12 Minuten kommen die Babys raus. Schon, könntest du dich bitte verpaaren? Gerne. Jetzt keine Perlen. Naja. Ach, jetzt geht's doch. Geht ja, doch. So, die Pilze können noch weg. Gut, die lassen wir die Glowtails müsste sich mal verpaaren und würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir ins blaue Gebiet. Pflanzen wachsen auch. Die würde ich natürlich gerne mit Greenhouse noch versehen, aber. Das wird dauern. Dafür brauche ich mehr Crystal. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.